Was da noch ein wichtiger Punkt ist, der Gajan hat jetzt eben die ganze Zeit über gut fühlen, gut fühlen, gut fühlen geredet. Das ist es aber nicht immer unbedingt. Also dieses ganze positiv denken heißt nicht, dass ich den ganzen Tag debil grinsend in der Gegend rumlaufe und alles toll finde. Also wenn ich eine Rechnung bekomme, naja, das ist nicht toll, da ist nichts positiv dran. Ich kriege da eine Rechnung. Und dieses Denken über, Nachdenken über Gefühle und das Bewusstmachen, das heißt nicht, dass ich das alles toll finden muss. Das heißt, dass ich es überhaupt finden muss. Dass ich mir klar mache, wie es mir dabei geht. Denn es hat einen Grund, warum ich mich so fühle. Und es wäre schon wieder was, es wäre schon wieder völliger Blödsinn, wenn wir die schlechten Gefühle wegdrücken. Die haben ja auch einen Grund. Und wenn du bei einer Behandlung von einem Patienten in der Augenklinik ein schlechtes Gefühl bekommst während der Behandlung, also es hat jetzt nichts mit Positivdenken zu tun, wenn man, oh, ich muss positiv denken, das klappt bestimmt. Nein, so nicht. Denn sonst hättest du kein schlechtes Gefühl gehabt. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, deine Erfahrung sagt dir jetzt, hier stimmt was nicht. Lass uns da was machen. Achtung. Und das Positivdenken heißt, dass mir auffällt, dass ich mich jetzt gerade schlecht dabei fühle. Dann kann ich auch was ändern. Das ist nämlich das positive Denken. Mir fällt auf, ich kann etwas ändern. Ja, dafür muss ich aber auch die schlechten Gefühle wahrnehmen. Und wenn der Kajan jetzt bei seinem Training, das, was er da immer macht vorher, irgendwas tut, was sonst nicht so abläuft. Und also beispielsweise fällt mir Handel auf den Fuß. Das wäre jetzt echt blöd, sich darüber zu freuen. Er muss es mitkriegen und er muss halt auch mitkriegen, na, das liegt jetzt an der Handel, die mir da gerade auf den Fuß gefallen ist. Sonst, wenn er jetzt, ah, ich muss positiv bleiben, ich muss Spaß haben. Naja, dann weiß aber, dass der Fuß ihm wehtut. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann in einem unbedachten Augenblick während dem Spiel sagen, so, und unser Fuß tut weh und jetzt haben wir auch ein Problem. Ja, und das ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt. Ist mir aber im Training vorher klar geworden, warum ich mich jetzt gerade schlecht fühle, dann kann ich mich auch immer wieder zurückholen und sagen, ja, das liegt an dem, was da vor 2 Stunden passiert ist. Das hat mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Da auch mal was dazwischen sagen. Mir fällt es immer auf am Spieltag, dass ich gar nicht ans Spiel denke. Dann, wenn es mir auffällt, dass ich ja nicht ans Spiel denke, dann habe ich auch so Momente, wo ich mich jetzt so ein bisschen da zwingen möchte und das funktioniert auch nicht. Gott sei Dank lasse ich es dann immer wieder. Dann sage ich halt, wenn das dann irgendwann mal da ist, dass meine Gefühle sagen, jetzt denkst du ans Spiel, dann mache ich es. Also diese Gelassenheit, ist dann irgendwann mal, hat sich eingestellt bei mir über die Jahre. Und auch gerade Gelassenheit über das, was Matthias gerade geredet hat, haben wir auch viele Gespräche gehabt, was das wirklich heißt. Ja, die Dinge zu lassen, ist oft schwieriger und auch effektiver, als Dinge im Aktionismus zu tun. Wenn es denn jetzt so ist, dann ist es halt auch so. Und diese Toleranz habe ich gegenüber mir selber. Es ist mir wichtig, das zu haben. Die Dinge sind mir wichtig zu lassen, weil nur so kann ich mich vorbereiten, auch für andere Toleranz eine Wichtigkeit zu sehen. Das funktioniert hervorragend, auch wenn die Kräfte manchmal in eine andere Richtung gehen. Sowas ist wichtig für mich. Das weiß ich über mich mittlerweile. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gelernt, wie wichtig Gefühle sind, wie sie uns helfen, Entscheidungen zu treffen, wie die Aufmerksamkeit ist, wie wir darauf achten, worauf wir aufmerksam sind, was wir tun. Und um den wie da sagt man denn da, Bogen zurückzuführen, spannen, so das. Wie hast du dich denn gefühlt in der Hinrunde, Kajan? Ja, sehr beschäftigt. Ich habe mich sehr beschäftigt gefühlt.
darüber nachgedacht, was kann ich tun, dass meine Mannschaft sich schützt vor diesen Dingen, die auf uns eingebrochen sind. Gut Fußball zu spielen und immer wieder sehr, sehr schnell das Spiel aus der Hand zu geben. Ich sage jetzt in dem Fall ergebnistechnisch. Das heißt also, wir brauchen ja auch Punkte in der Liga zu bleiben. Und ja, was mir geholfen hat, ist zu sagen, das ist so unsere roter Faden, immer weiterzumachen, weil wir auf einem guten Weg sind. Wir sind bis dahin gekommen, haben natürlich Dinge sehr, sehr gut gemacht und werden sie weiterhin sehr, sehr gut machen. Und ich hatte diese Geduld und diese Standhaftigkeit in meiner Mannschaft, weiterzumachen, und eine Lösung wird sich einstellen. Durch Üben. Wir haben geübt, tatsächlich geübt. Und was wir auch gemacht haben, das ist auch wieder eine Sache, die wir mit Matthias viel besprochen haben, die Aufmerksamkeit auf das Tun, auf das, die Lösung zu legen ohne das Problem. Also wir haben es nicht so als Problem gesehen. Im Vorfeld musste ich natürlich mit mir diese Auseinandersetzung haben, auch natürlich in dem Fall auch mit Jens Strosenberg, der Co-Trainer, der genauso die Dinge angeht, eben die Aufmerksamkeit auf die Inhalte zu setzen. Das war wichtig. Was habe ich ihn gefragt? Ja, was hast du gefragt gehabt? Wie hast du dich gefühlt in der Hinrunde? Wie ich mich gefühlt habe, ja. Matthias, das passiert mir ständig im Gespräch, auch mit meinen Kunden, Patienten. Wie fühlen sie sich denn? Und dann kriege ich da was von wir. Und andere Personen werden mit reingezogen und die Mannschaft. Das ist ja interessant. Ja, also es geht ja schon damit los, dass beschäftigt sein kein Gefühl ist. Für mich schon. Das ist echt. Das ist etwas, was ich mache. Nur daran sehen wir auch so schön, wie wenig wir uns damit beschäftigen, wie es uns geht. Ich habe das auch bei Seminaren, wenn ich dann frage, wie fühlen Sie sich denn jetzt dabei, so wie Sie das gerade sagen? Ja, ein Redeschwall, nur wird nicht ein Gefühl genannt. Geschämt habe ich mich. Und das war zum Beispiel was wie soll ich sagen, war nicht schön für mich gerade, darüber nachzudenken, weil ich habe das verknüpft mit meinem Verein. Womit ich habe das verknüpft. Mit die Frage auch beantwortet ist, wir geschämt. Haben damit ein Problem, das auszudrücken. Ja. Und was auch oft, ja, das kommt sogar noch dazu, uns fehlen die Worte. Wir wissen gar nicht, wie wir das ausdrücken sollen. Und deshalb kommt dann so eine Erklärung. Und der Kajan hat ja eben, das war ein schönes Beispiel dafür, der Kajan hat ja eben erklärt, was er gerade erst gesagt hat. Das hat er aber vorher wegen der Erklärung nicht gesagt. Er hat es versucht zu erklären. Das Schöne ist, dass ihm wahrscheinlich, wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre, durch diese Erklärung das Schämen gerade eingefallen ist. Also auch das ist schon, das ist nichts Schlechtes, das Erklären. Und du jetzt als Optiker oder auch ihr jetzt als Moderator, wenn du die Zeit mitbringst, wenn die Leute es erklärt haben und du die Frage dann nochmal stellst, möglicherweise wird die nächste Erklärung jetzt etwas kürzer, da sind auch schon andere Worte dabei, und wenn du die Frage dann nochmal stellst, dann bekommst du langsam auch ein Gefühl. Und das hat nichts damit zu tun, dass dein Gesprächspartner blöd ist, sondern er denkt während dem Reden drüber nach, es entstehen ganz andere Eindrücke, er hört sich jetzt selbst reden, er kommt auf ganz andere Ideen. Und dann kann er meistens erst nach der zweiten oder nach dem zweiten, dritten Mal, selbe Frage, die echte Antwort geben. Und dann kommt jetzt auch das raus, was er gerade gesagt hat. Er schämt sich. Und so als kleine Anmerkung, damit ist der Kajan bei mir in der Achtung gestiegen. Weil dieses Rumdrucksen, das macht mich fix und fertig, da fühle ich mich verarscht als Gegenüber.
einfach zu sagen, ich habe mich geschämt, und zwar für mich, für meine Fähigkeiten, Fertigkeiten, ich habe ein anderes Bild von mir, da steigt mein Gegenüber. Wenn mir jemand so was Depersonalisiertes, den Begriff habe ich von dir gelernt, Matthias, ja, man macht das halt. Ah ja, das ist halt so. Da fühle ich mich als Gegenüber nicht wahrgenommen. Weil das sind Dinge, die kann ich auf der Wand erzählen. Die Leute steigen bei mir in der Achtung und auch im Zusammenarbeiten mit dieser Offenheit. Das ist doch, ich kann doch mit diesen Gefühlen viel mehr, und ich schäme mich jeden Tag. Gerade ich. Mit Gefühlen verbinden wir doch auch